Und um politischen Widerstand geht es in unserem nächsten Beitrag. Internetaktivistinnen und Aktivisten haben bei praktisch allen großen Protestbewegungen der vergangenen Jahre eine entscheidende Rolle gespielt. Sie blockieren TTIP, provozieren Putin und haben im arabischen Frühling den Sturz von Diktatoren ausgelöst. Wer sind diese jungen Menschen, die allein mit Laptop, Tabletcomputer, Smartphone und einer gehörigen Portion Mut und auch Witz Massen mobilisieren und die Mächtigen der Welt herausfordern? Hans-Jürgen Schmölzer hat mit Vertretern dieser Szene gesprochen. Anti-Putin-Proteste, arabischer Frühling, Occupy. Hinter all diesen Protestbewegungen standen Internetaktivisten. Beim vergangenen Elevate Festival in Graz haben sich Vertreterinnen dieser Szene getroffen. Der Weg in die Aktivistenszene ergab sich für die jungen Blogger meist wie selbstverständlich. So zum Beispiel für Hind Tuisate, einer der führenden Bloggerinnen während des arabischen Frühlings. Meine Freunde hatten genug von meinen ständigen Facebook-Postings und meinten, Hint, vielleicht solltest du einen Blog starten, und das habe ich getan. Am Anfang stand bei vielen oft reine Experimentierfreude. Es hat alles damit angefangen, als mir mein Vater meinen ersten Computer geschenkt hat. Er hat gesagt, ich kaufe dir einen Computer, aber du wirst damit keine Videospiele spielen. Also habe ich angefangen, Programme zu hacken. Und seither habe ich ein wenig dazugelernt. Dann war da diese Bewegung in Russland im Jahr 2011, als die Wahlen gefälscht wurden. Wir haben beschlossen, da mitzumachen, und ich habe einen Blog gestartet. Ksenia Ermoschina, sie lebt heute in Paris, hat bei den Duma-Wahlen 2011 eine enge Zusammenarbeit zwischen politischen Widerstandsgruppen und Hackern organisiert, um Wahlfälschungen mit Smartphones dokumentieren zu können. Wir haben verschiedene Dinge versucht. Sah man jemanden, der versuchte, mehrere Stimmzettel in eine Wahlurne zu werfen, konnte man das filmen und auf eine bestimmte Online-Plattform hochladen. Das spielte eine wichtige Rolle bei den Protesten. Gleich am nächsten Tag, es war der 4. Dezember 2011, gab es diese riesigen Proteste auf der Straße, nur wegen dieser Videobeweise. Aber es hat die politischen Ereignisse nicht korrigiert. Denn das russische System ist viel zu mächtig für kleine Akteure, um es zu verändern. Wir können aber Aufmerksamkeit erzeugen. Und das bringt Menschen dazu, nachzudenken. Und es könnte helfen, sie vielleicht irgendwie auf einen Wechsel in der Zukunft vorzubereiten. Die russischen Netzaktivisten haben sich dabei mit ausgeklügelten Sicherheitsmaßnahmen vor den Behörden geschützt. Wir haben es zumindest geschafft, nicht im Gefängnis zu landen. Was wir gemacht haben, war so eine Mischung aus Street Art und politischen Aktionen. Und wir wollten natürlich unsere Videos im Internet verbreiten. Wenn man dabei nicht auf Datensicherheit achtet, ist es sehr einfach für die Polizei, dich auszuforschen, besonders in Russland. Also haben wir ein System entwickelt, das verhindert, den Datenfluss zurückzuverfolgen. Im globalen Datenkrieg der Supermächte sind Netzaktivisten oft zugleich Störfaktor und Faustpfand der staatlichen Organe. Edward Snowden zum Beispiel sitzt seit 3 Jahren in Russland fest. Um die Interessen von Whistleblowern zu vertreten, haben Aktivisten aus dem Umfeld von Snowden und WikiLeaks die Courage Foundation gegründet. Die Foundation organisiert Kampagnen für die Sicherheit von Whistleblowern und für faire Gerichtsverfahren. Das Netzwerk wurde ursprünglich rund um die Edward Snowden Verteidigungsfonds aufgebaut. Dabei ist die Idee entstanden, diese Mittel auch für die Unterstützung anderer Whistleblower zu nutzen. Die Ereignisse der vergangenen 5-6 Jahre haben gezeigt, dass die Veröffentlichung von Dokumenten zu den wichtigsten Auslösern politischer Proteste gehört. Denken Sie an die Veröffentlichungen von Chelsea Manning. Letztendlich hat Mannings Mut die demokratische Basisbewegung im Jahr 2011 und in Folge auch die Occupy-Proteste ausgelöst. Naomi Colvin, die Pressesprecherin von Occupy London. Ich habe einen der Administratoren der Occupy-Bewegung gekannt, ihm ein Mail geschrieben und ihm eine Hilfe angeboten. Das war ein schicksalhaftes E-Mail. Ich denke, Occupy war unglaublich erfolgreich, denn es hat einen Punkt markiert, ab dem jeder erkennen musste, dass die Dinge ziemlich falsch laufen. Musiker haben bei der raschen Verbreitung der Proteste sowohl beim arabischen Frühling als auch in Russland eine wichtige Rolle gespielt.
Netzaktivisten sind kulturell ziemlich heterogen. Es gibt da diese neue Generation innerhalb unserer Bewegung, die sich für elektronische Musik begeistert und sich damit beschäftigt, wie man Musik im Internet teilen und politisch nutzen kann. Dabei ist der Zugang zu Musik genauso altruistisch wie der zur Politik. Ich würde sagen, es ist eine Do-it-yourself-Kultur in der Politik und in der Musik. Eine Kultur des Überlebens, mehr oder weniger. Wir versuchen zu überleben, so gut wir halt können. More or less culture of survivals. We try to survive as we can. Die großen Online-Fangemeinden von Rappern zählten im arabischen Frühling zu den wichtigsten Multiplikatoren der politischen Proteste. In dieser Zeit gab es einige Rapper, die formuliert haben, was aus ihrer Sicht richtig war. Einige von ihnen sind auch im Gefängnis gelandet, weil sie die roten Linien überschritten hatten. Was mit den sozialen Medien so einfach wurde, man konnte einfach einen Event ins Leben rufen und sagen, wir treffen uns an diesem Ort, zu dieser Zeit gehen wir alle hin. Und zwar aus diesem Grund. Und auf diese Art sind viele Revolutionsgruppen entstanden und organisiert worden. Massenbewegungen brechen aus Sicht des politischen Establishments häufig völlig überraschend los. Das hängt damit zusammen, dass je nach Alter verschiedene Medienkanäle unterschiedlich genutzt werden. Ich bin ja schon nicht mehr die Jüngste mit 30, aber ich gucke halt kein Fernsehen mehr und ich gucke seit 10 Jahren kein Fernsehen mehr. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele in der älteren Generation gar nicht realisieren, wie auf was für Kanälen, sag ich mal, Jugendliche heutzutage Medien konsumieren. Katharina Nokun war Kampagnenleiterin bei der Kampagnenplattform Campact, bei der sie auch die Anti-TTIP-Proteste mit koordiniert hat. Als Bloggerin setzt sie sich zurzeit mit der AfD auseinander und twittert abstruse Details aus deren Wahlprogramm. Beispielsweise, dass die AfD den Klimawandel leugnet. Und ich habe das abends gemacht, habe dabei die ganze Zeit auch geflucht und mein Freund hat die ganze Zeit gefragt, was ist denn? Ich so, nee, das glaubst du nicht, was ich jetzt schon wieder gefunden habe. Und am nächsten Tag bin ich dann aufgestanden und mein Blog war vom Netz gegangen wegen der vielen Zugriffe. Das ist halt richtig viral gegangen. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Ich habe viele Drohungen bekommen. Über Facebook kriege ich ständig ganz, ganz krude Sachen. Das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist dieses erhäng dich doch. So, es steht man morgens auf und will frühstücken. Und wie geht man da damit um? Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Es klingt bitter, aber es ist so. Trotz aller Schwierigkeiten. Einschüchtern lassen sich diese jungen, couragierten Aktivistinnen und Aktivisten nicht so leicht.